Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei House Flipper 2. Wir haben das letzte Mal die erste Quest erledigt. War ja ein bisschen was zum Saubermachen. Eigentlich nicht so viele Sachen, aber war zumindest mal für den Einstieg ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja unsere Bruchbude hier. Und da muss auf jeden Fall auch noch einiges gemacht werden. Aber ich denke, wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal den nächsten Auftrag anschauen. Da haben wir nochmal eine E-Mail. So viel zum Auspacken. Tom Marino. Hallo nochmal. Danke für deine Hilfe beim letzten Mal. Da du so gute Arbeit geleistet hast, habe ich noch einen Auftrag für dich. Ich habe einer Freundin beim Kauf ihres neuen Hauses geholfen und es scheint, als bräuchte sie noch etwas Hilfe beim Auspacken ihrer Sachen. Du kannst die Nachricht ja selber lesen. Mach's gut, Tom. Okay, weitergeleitet. Hi Tom, ich liebe das Haus. Es ist so gemütlich. Ich habe so lange in meiner alten Wohnung gelebt, dass ich ganz vergessen habe, wie viel Arbeit Umzüge sind. Wo kommt all dieses Zeug überhaupt her? Ich wünschte, ich könnte jemanden einstellen, um alles auszupacken. Hey, das ist keine schlechte Idee. Vielleicht kennst du ja jemanden. Ich drück dich, June. Alles klar? Achso, das ist das Archiv. Ich habe nämlich beim letzten Mal gedacht, dass ich... Ah, da sind Bilder. Tatsächlich. Okay, ein Barbie-Haus. Okay, da muss anscheinend auch einiges gemacht werden. Wie kann ich die schließen? Okay, gut, Auftrag beginnen. Dann machen wir halt den Auftrag mal. Anscheinend ist das jetzt halt wirklich nur ein bisschen Ausgepacke oder keine Ahnung. Wir lassen uns mal überraschen. Aber ich denke, das wird so sein wie jeder andere Auftrag auch. Sachen wegschmeißen und so weiter. Gedrückt halten, um aufzuheben. Ah, ich kann sogar die Zeitung hierher verschieben. Was haben wir denn da? Lesen. Quests und Flippersinne. Keine Ahnung, was du tun sollst? Keine Sorge, Flippersense ist hier. In Räumen mit einem leuchtenden gelben Ausrufezeichen warten Quests auf dich. Versuche mit jedem Werkzeug, das du verwendest, Q zu drücken. Flippersense wird dir verraten, welche Objekte, bla bla. Okay, alles klar. Dann drücken wir halt nochmal Q. Da geht wieder nichts. Aber okay, hier müssen wir sauber machen, denke ich mal. Ne? Liegt zumindest nahe. So, dann haben wir hier noch einen Müllbeutel, den wir wahrscheinlich hier reinschmeißen sollen. Für jedes Drum kriegen wir auch Geld. Okay. So, das Buch können wir ja mal hier oben drauflegen. Ansonsten Flecken. Okay, das war dann schon mal das erste. June Young. Hi, Y. Hi, June here. You are my unpacking person, right? Steht zu Diensten. Tom hat mich geschickt, um zu helfen. Und eine Reinigungskraft, wie ich sehe. Sorry about that. I didn't expect Tom to act so fast and I left everything as usual. I like to call it an artistic chaos. So, maybe I'll just let you do your thing and thanks again for your help. Bye. Ja, gerne. Immerhin bezahlst du mich ja dafür, ne? Was haben wir hier? Gedrückt halten, um aufzunehmen. Lesen kann man es auch. Die epische Demo ist endlich hier. Ich bin getigert. Bring einen Freund, die Meowing Stones, 14. Juni in Love's Garage. Alles klar. Ich komme vorbei. Was haben wir hier? Vorderseite Mai 2018, Flipping etc. Mehr für weniger, hoher Stil, kleines Budget, Deko-Tipps, um dein Zuhause aufzupeppen. Designer-Challenge, Wohnzimmer für weniger als 1500 Dollar. 42 edle Must-Have-Accessoires. Rückseite, ein stiller Komfort-Mikro. Das kann ich ja auch aufheben, ne? Achso, das ist dann so ein gebündeltes Bündel. Okay. Ne, der muss schon gerade stehen. So. Und der natürlich passend daneben. Achso, geht nicht. So. Sogar die Jacken kann man aufheben. Heftig. Okay, schauen wir mal, was wir alles hier haben. Wir haben auf jeden Fall viel Müll. Achso, du bist schon wieder voll. Wo war er? Da war er. Vielleicht stelle ich dieses Ding mal... Nee, nimm mal deine Hände in die Hand.
Den stellen wir jetzt halt einfach mal hier vorne her. Jetzt sind wir, glaube ich, etwas schneller. So, wir haben auf jeden Fall einiges an Müllhaufen, die wir wegräumen sollen. Tja, bei Künstlern weiß man nie, was ist jetzt Müll und was, ne? Ist das Kunst oder kann das weg? Okay, und dann natürlich ein paar Sachen noch zum Auspacken. Das ist noch alles Müll, okay. Ups, der flog ein bisschen zu weit. So, die Stühle stellen wir natürlich gerade hin. Ach, wunderbar. So, gucken wir mal, öffnen. Objekt hervornehmen. Ein Topf. Das finde ich schon toll. Muss ich sagen. Also das mit dem Einräumen hier und Auspacken und das finde ich toll. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie gehört, dass es relativ wenig positive relativ wenig positives Feedback gibt auf das Spiel. Aber bis jetzt muss ich sagen, super. Gefällt mir wirklich gut. Du hast einen Vorteilspunkt der Kategorie Abfall aufsammeln. Okay. Du hast genügend Erfahrung in der Kategorie Abfall aufsammeln gesammelt, um deinen ersten Vorteilspunkt zu gewinnen. Um ihn zu verwenden, drücke Tab und gehe zum Tab Vorteile. Zögere nicht zu experimentieren. Du kannst stets auf Zurücksetzen drücken und deine Punkte einem anderen Vorteil zuweisen. Okay, dann schauen wir mal. Vorteile. Ah, okay. Sammle weiterhin Abfall auf. Je größer, desto besser. Okay. Da kann ich quasi mehr sammeln dann. Und wenn ich weiter geputzt habe, dann kommt dieses Ding hier. Oh, das sind aber viele Sachen. Finde ich gut. Laden. Baustellenzubehör, also verschiedene Werkzeuge, Installationen. Nice. So. Jetzt Hand. Öffnen. Schauen wir mal. Was haben wir denn? Eine Kaffeemaschine. Okay, wo stellen wir denn die Kaffeemaschine hin? Da hinten in die Ecke. Hier. Wie weit gehst du denn bis dahin? Eine Microwave. Da muss ich mir noch einen Platz suchen. Okay, und wenn man den geschlossen hat, dann verschwindet er automatisch. Das finde ich auch nicht schlecht. So, was machen wir denn damit? Kann ich das dahin? Moment, so ist es drehen. Achso, und ich kann es da nur ablegen, aber ich kann es jetzt nicht an die Wand hängen oder sowas. Eine Tasse. Können wir die da auch oben reinstellen? Ja, wenn man hinkäme, ne? Ah, man kommt sogar hin. Cool. Können wir vielleicht alle Tassen, die wir da haben, reinstellen? Wie ist es mit Besteck? Ey, man kann halt wirklich jeden Schrank aufmachen hier, ne? Finde ich ja klasse. Da kann man sich verlieren, ganz ehrlich. Da kann man sich im Detail verlieren. Ja, so, okay. Mach mal zu. Pflanze, was haben wir da noch? Das kann man dann vielleicht da reinstellen. Schön. Da haben wir noch eine Tasse, die kann noch mit in den Schrank. Hätten wir auch da hinstellen können, ne? Okay, das liegt. Das kann ich auch nicht aufrecht stellen. Oder kann ich das irgendwie Ausrichtung ändern? Ah, das ist ja cool.
Mit V kann man es dann einfach nach oben stellen. Klasse. So. Da kann man sich ja wirklich im Detail verlieren, ganz ehrlich. So, was haben wir denn da? Noch eine Dose? Ups. Die stellen wir dann da oben natürlich mit dazu. Noch eine Dose. Ob die da noch hinpasst? Ja. Und ein Buch. So, da stellen wir auf die Buchstütze drauf. Moment, kann ich die jetzt wegnehmen? Ah, und dann schiebt sogar das Buch mit weg. Okay. Toll. So, was haben wir hier drin? Ein Becherchen. Ich meine, wo die ihre Sachen hinhaben will, muss es selber entscheiden, ne? Ich packe halt jetzt mal aus. Und schön viele verschiedene Tassen. Ich denke mal, dass das auch zeigen soll, wie vielfältig die Sachen sind, die es hier gibt. Das ist der Olivenöl. Stellen wir jetzt mal dahin. Teller und Teller. Könnte ich mal gucken, ob ich die da auch reinkriege. Doch, das geht, ne? Und das steht sogar richtig im Schrank drin. Aber der zweite geht nicht, ne? Okay, der Schrank geht nicht zu. Nein! Abbrechen. Aber auch nicht schlecht, dass ich die... Ja, stellen wir einfach dahin. Kann man den Schrank wenigstens... nein. Kann man den Schrank wenigstens wieder zumachen. Aber das finde ich toll, dass ich den Schrank einfach so wegnehmen kann. Naja, gut. Sind sie halt ein bisschen verschoben. So, da haben wir noch einen. Doch, das, man sieht schon, dass die so ineinander gestapelt sind, ne? Aber der hier will irgendwie nicht. Dann stellen wir den halt mal daneben. Hups. Okay, das ist etwas seltsam, dass das jetzt nicht drehen, abbrechen. Ah, egal. So, ein Telefon in der Küche. Stellen wir jetzt halt einfach mal dahin. Den Schwamm legen wir hier mal mit drauf. Wecker. Dann tue ich einfach mal das Schneidebrett hier hin. So. Zack, weil dann stellen wir nämlich die Mikro. Okay, wenn es gehen würde, dahin. Aber das schaut doof aus, ne? Außer ich kann dieses Ding hier wegmachen. Das sind einzelne Platten. Okay. So, eine Müsli-Schale. Die stellen wir jetzt hier daneben. Einfach, dass ein bisschen sortiert ist. Das wäre halt schöner, wenn das richtig übereinander stehen würde, ne? Aber okay, das ist eine Kleinigkeit, die mich jetzt halt nicht so megamäßig stört. So, was haben wir denn da? Den Waschraum. Hier gibt es wahrscheinlich nichts zu tun. Quest hier. Nee, hier gibt es nichts zu tun. Wo geht es da hin? For sale. Einige Sachen zum Verkaufen. Das da nicht. Müll, Müll, Müll. Ich schmeiß die zu weit. Dann ziele ich mal genau drauf jetzt auf die Kiste. Ne, das ist... Ich muss da ein bisschen tiefer sogar zielen. So, was haben wir denn da noch?
Da gibt es noch Müllhaufen. Okay, keine Ahnung. Es gibt noch ein paar Sachen zum Auspacken auch. Was ist damit? Figuren? Kann ich das hier reinstellen? So, keine Ahnung, ob das schick ausschauen soll oder wie auch immer. Schauen wir mal, was da drin ist. Ein Regalwürfel. Das finde ich auch nicht schlecht hier. Cool. Das ist cool. Das finde ich echt nice. Stellen wir mal gerade hin, ne? So, dann ist das Ding weg. Eine Lampe, ein Stuhl. Wir schnappen uns mal die Schuhe, keine Ahnung. Oh, kann ich die da rein tun? Das ist ja cool. Aber ich kann sie nicht reinpacken, ne? Ne, ich kann die leider nicht reinpacken. Aber ist egal. Stellen wir mal hin. So, was haben wir noch? Da haben wir noch was zum Auspacken. Eine Farbe oder was ist das? Werkzeug. Cutter. Und eine Feile. Gedrückt halten zum Aufheben. Keine Ahnung, ob man das noch braucht oder wie auch immer. So, wir lassen das jetzt einfach mal hier so liegen. Lesen kann man es nicht. Wenn ich das noch in den Stifterhalter reintun könnte, dann wäre es doch genial, oder? So. Mal weiter. Müllhaufen. 59 von 61. Kann ich die da unten reinstellen? Schade. Dann lassen wir sie da stehen. So. Was haben wir hier noch? Ein paar Papiere noch. Die lege ich jetzt einfach alle hier mal übereinander. Das lassen wir halt dann da liegen. Das scheint aber kein Müll zu sein hier. Ich kann das allerdings mal ausprobieren, ob hier irgendwas als Müll gekennzeichnet ist. Das da. Ah ne, okay, dann war es das jetzt. So, dann schieben wir mal den Teppich noch gerade dahin. Dann der Stuhl. Den lassen wir jetzt halt mal dastehen. Ich kann mir nämlich vorstellen, wenn du hier bist am Arbeiten, du kannst dich ja schlecht dahin hocken, haust dir ja die Knie da unten an. So, dann war es das hier. Hier in der Küche sind wir auch fertig. Dann war ja hier Ausrufezeichen. Das haben wir verkauft, ist also auch fertig. Hier geht's in den Garten. Hier ist nichts. Ist irgendwie verschachtelt hier, ne? 1000 Türen. Okay, dann gucken wir mal hier. Kartons auspacken, 2 Stück. Mit Klopapierrollen. Ja, ist wichtig, dass man bei Klopapierrollen auf jeden Fall Füllmaterial außenrum tut, dass den Rollen nichts passiert, ne? Halt. So, schauen wir mal, was da noch drin ist. Eine Quietscheente.
keine Ahnung was. Lippenstifte oder was weiß ich, Nagellack. Keine Ahnung, ob ich das jetzt da reinstellen soll oder wo auch immer. Stellen wir jetzt mal hier rüber. Zahnbürste, kann ich dich da reintun in die Tasse? Kann ich da die Ausrichtung ändern? Nee, ne? Okay. Dann machen wir es einfach so. So, nochmal Nagellack. Parfümische. Oh Gott, ist das viel Zeug. So. Weg damit. Waren das jetzt nur die zwei? Ah. The Light. Grüne Lichtschalter. So, schauen wir mal, ob wir das Ding da oben noch mit reinstellen können. Ich komme wahrscheinlich nur hin, wenn ich ein Stück weiter weggehe. Okay. Noch irgendwas? So. Ist ja auch nicht gerade toll, oder? Wenn man das Toilettenpapier unten am Boden liegen hat. Kann ich das da drauf stopfen? Jawohl, danke. Das ist schön. Das sind schöne Details, muss ich sagen. So, damit haben wir das hier fertig. So, dann haben wir hier noch eine Tür. Gut. Quest, Müllhaufen und Kartons auspacken, 3 Stück. Dann tun wir erst einmal wieder den Müll weg. Müll, Müll, Müll. Das ist auch Müll. Pizzakarton. Damit haben wir den Müllhaufen schon mal. Kann ich den aufs Bett stellen? Oh ja, toll. Jawohl, den Schrank verstecken wir. Kann ich den öffnen? Nee, den kann ich nicht öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir Klamotten drin haben, ob wir die aufhängen können. Ein Buch. Okay, wir haben da oben Regal. So, schauen wir mal. Den kann ich sogar da drauf stellen, das finde ich gut. Eine Vase, jawohl. Die stellen wir natürlich genau über dem Kopf. Dass wenn man dann in der Nacht dagegen rammelt, dass man erschlagen wird von der... okay, Moment. Dann kommst du mal hier mit ran. So. Ich möchte nicht wissen, was das hier für ein Wal ist. Vibriert der? Okay, Fische, keine Ahnung, wo man sowas hinstellt, vielleicht doch aufs Fensterbrett oder so. Warte mal, da haben wir ja noch den einen Koffer, vielleicht können wir den noch hier mit reinstellen. Jawohl, jetzt schauen wir mal, ob da Klamotten auch sind. Nein, eine Kerze. Eine Uhr. Eine Uhr über der Tür vielleicht. Ein Bild. Bild, Bild. Ne, ich glaube. Ah, vielleicht hier an die Wand. Ach, keine Ahnung, wo man sowas hinhängt. Noch ein Bild. Dann hängen wir das aber darüber. Ich finde es gut mit dem Raster. Ups. Kann man das nämlich schön ausrichten. So, machen wir die Tür zu. Machen wir Licht. Und das war's schon. Jawohl. Und ich finde es auch gut, dass die Türen jetzt endlich mal auch immer in die gleiche Richtung aufgehen. Ich glaube, das war beim ersten Spiel nicht so. Da ist immer, wenn du jetzt halt von der Seite aufgemacht hast, ist die nach außen aufgegangen. So, aber hier ist einfach stimmig. So,
Wir haben alles erledigt. So, einmal geschlossen, einmal zumachen, einmal den Mülleimer. Stellen wir denn den hin? Vielleicht daher. Weil es ein bisschen außer Sicht. Ich glaube, das ist okay. Und hier draußen gibt es keine Quests. Okay, klasse. Damit haben wir den Auftrag. Jawohl. Ladezeiten gehen eigentlich auch. Das dauert jetzt nicht so lange mit dem Laden. Da habe ich ja manchmal immer die Bedenken, dass ich dann Ewigkeiten warten muss. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Kann ich die Dinger auch verkaufen? Halt. Ah, ich kann die verkaufen, weil so rostige Töpfe und eine Kuchenform brauche ich jetzt nicht unbedingt. Einfach mal ein bisschen was weg. Nee, die Türen nicht verkaufen. Kann man eigentlich wieder rückgängig machen? Nee, ne? Rückgängig machen geht nicht. So, bei uns auch mal wegen Aufräumen, ne? Wunderbar. Ist das dann noch zum Wegwerfen? Nee, ne? Es gibt hier auch verschiedenfarbige Tonnen. Ist natürlich jetzt dann auch die Frage, ne, wenn ich verschiedenfarbige Tonnen habe, ob ich da irgendwas trennen muss, aber ich glaube es nicht. Oder wir stellen die dann auch mit nach innen. Was ist das? Lesen? Sorry wegen dem Müll. Interessiert mich doch nicht. Mach ich doch weg. So, aber die stellen wir natürlich raus. Oder? Stellen wir die raus oder lassen wir die drin? Können wir eigentlich auch drin lassen, ne? Okay. Dann können wir die nämlich auch noch mit rein. Arbeite smart, nicht hart. War irgendwie als Erfolg. Ich habe bloß das zu spät gesehen. Da war ein längerer Text noch mit dabei. So, also gelbe Tonne, Plastik, Papier, Restmüll. Alles klar. So. Dann machen wir doch da auch einmal ganz kurz sauber. Schauen wir mal, ob das questmäßig hier irgendwas. Nee. Questmäßig gibt es hier nichts. Das sind halt hier nur fehlende Fliesen, die wir vielleicht ersetzen können mal. Das Fenster können wir putzen. Machen wir halt immer jedes Mal so einen Raum nach dem anderen. Weil ich meine, das hilft uns ja auch bei der Skillung, ne? Aber der Wischer am Fenster ist wesentlich schöner zum Schieben. Warte mal, du stehst irgendwie noch nicht richtig. Du musst ein Stück weiter hinter, oder? Ach, du stehst krumm, deswegen. Jetzt. Ah, aber der Deckel geht nicht auf, weil die so nah an der Wand stehen. Sowas kann man wahrscheinlich streichen oder so. Das Regal, das stelle ich jetzt mal hier mit daneben. So. Warum wegschmeißen, wenn es eigentlich noch gut ist, ne? Näher ran? Nein, geht nicht. Ah, doch, steht genau dran. Das ist gut mit der Ausrichtung. So, die schieben auch hier ran. Werkzeugkasten, wenn es geht, hier rein. Oh ja, geht sogar. So, Telefon lassen wir.
Ja, wie gesagt, das sind zwar alte Sachen, aber warum wegschmeißen, wenn es noch gut ist, ne? So, da haben wir noch ein paar Sachen, wo ich. Ist das ein Blumenpott? Muss ich mal schauen, ob ich da eine Pflanze vielleicht reinmachen kann. Kann ich die da oben drauf stellen? Kann ich, aber die schaut dann zu weit raus, ne? Also ich stell dich mal daher. Na, mal gucken, wie ich da noch weitermache. Okay, ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.